Hallo zusammen und willkommen zurück bei Valheim. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier unten in dem Sumpfgebiet, wo ist es hier, die Krypta erkundet. Leider haben wir keinen Hinweis auf den nächsten Boss hier erhalten. Von daher gehe ich davon aus, dass es noch andere Sumpfgebiete mit so einer Krypta geben muss. Aber für heute habe ich geplant, dass wir hier eine Schmiede bauen. Weil in der Krypta haben wir ja auch neues Metall gefunden und da würde ich gern rausfinden, für was wir das gebrauchen können und vor allem, was wir daraus machen können. Ich nehme an, dafür brauchen wir eine Schmiede. Ich wollte dieses Dorf hier sowieso erweitern, beziehungsweise das Haus. Ich wollte hier aus dieser Fläche und eventuell auch hier drüben ja so ein kleines Wikingerdorf bauen hier. Und auch wenn die Schmiede hier nicht den meisten Sinn macht, zu jedem Wikingerdorf gehört halt so eine Schmiede. Und deswegen baue ich die hier einfach. Und bauen macht in dem Spiel echt wahnsinnig viel Spaß. So, ja, mit dem Bodennebel, das ist jetzt nicht perfekt. Aber komm her, wir setzen erstmal die Werkbänke, damit wir überhaupt bauen können. So, wenn ich die hier hinsetze. Wie sieht das mit dem Radius aus? Okay. Das sollte passen. Und vorsichtshalber. Da komme ich nicht hoch. Vorsichtshalber bauen wir hier auch noch eine. Ich weiß, hier hinten ist ein ganz schönes. Ja, eine ganz schöne Klippe. Aber ich denke, das müssen wir so lassen. Kommt auf jeden Fall eine Wand hin. Gegen diese Klippe. Und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht, nachdem das Haus fertig ist, ein bisschen verschönern. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir da leider nichts gegen machen. Wir werden sehen. Naja, auf jeden Fall, was ich mir überlegt habe. Ich möchte, dass das Haus ein kleines bisschen anders aussieht. Deswegen bauen wir hier vorne erstmal dieses Ding hin. Das platzieren wir später, glaube ich, nochmal besser. Aber jetzt, warte, kommt es erstmal hier hin. So. Ah, Mist. Der Nebel, ne? Der stört halt echt beim Bauen. Naja, wir kriegen das schon hin. Pass auf. Da ist auch schon weg. Sehr schön. So, wir bauen das hier hin. Dann klappen wir den um eins. Klappen den nochmal. Eins, dann sind das zwei. Drei. Und der sollte jetzt gerade sein. Vier. Dann machen wir das hier an der Seite nämlich ein bisschen rund. Pass auf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Dann machen wir hier an der Seite 4, würde ich sagen. Ja, 1, 2, 3. Oh nein, passt da jetzt die Werkbank nicht? Doch, geht. Sehr schön. Warte mal, wie viel haben wir denn übrig? 23. Pass mal auf, bevor ich hier jetzt irgendwas immer ausprobieren muss. Stellen wir da auch noch eine hin. Ein gutes. So, hier habe ich jetzt nämlich 5 Stück. 5 Balken. Das hier reißen wir ein und setzen eine Tür hin. So, oder? Passt. Okay. Das machen wir so. So, das steht jetzt ganz hinten dran, ne? Perfekt. Genauso wie ich das geplant habe. So will ich das haben. Jetzt ziehen wir hier mal kurz den Boden rein. Jetzt mal auf. Genau. Okay, hier haben wir jetzt schon mal einen Teil vom Boden drin. Jetzt steht das Ding hier natürlich so dämlich halb im Boden. Pass mal auf. Da hatte ich jetzt nämlich noch was vor. Wir reißen das nochmal ein. Nehmen das mit. Ich trage zu viel. Ah ja. Komm her, schmeißen wir das Holz mal kurz weg. Aber wir brauchen jetzt auch noch Steine. Okay, die Steine haben wir geholt. Jetzt machen wir das nämlich so.
Wir heben den Boden hier ein bisschen an. Und jetzt sollte man wieder flach machen können, ne? Oder? Na, jetzt ist er wieder viel zu flach. So, jetzt passt es. Perfekt. So. Guck, jetzt haben wir den hier reingebaut. Und jetzt sieht es nicht mehr so aus, als würde er irgendwie... Ja, keine Ahnung. So halb im Boden drin stecken. Hier ist alles schön zu. Perfekt. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt den Boden weiter rein. Okay, der Boden ist drin. Als nächstes stellen wir hier diesen... Ja, weiß ich nicht, wie heißt denn das Teil? Den Schmelzofen hin. Damit der nicht auch wieder so im Boden versinkt, heben wir hier auch nochmal kurz das Ding aus. Stellen uns ungefähr auf die Höhe. Das ist gut. Machen das und ebnen das alles ein. Das war zu niedrig. Noch ein Versuch. Ein Stück höher. Vielleicht hier. Ja, das sieht perfekt aus. Sehr schön. So, dann nehmen wir uns den Schmelzofen. Hinten müssen wir nicht dran. Gut. Warte mal, platzieren wir das gleich hier. Perfekt. Das passt. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Und jetzt machen wir da noch kurz mit diesen kleinen Dingern. Wo ist es? Hier. Machen wir den Boden zu. Da guckt jetzt noch so ein bisschen Dreck raus. Eigentlich bin ich nicht so der Fan davon. Kriegen wir das noch weg? Wenn nicht, eigentlich ist es nicht so schlimm. Nee, das geht nicht mehr. Na und es ist eine Schmiede. Da fällt halt ein bisschen Dreck an. Und eigentlich sieht das gar nicht so verkehrt aus. Ist okay. Aber jetzt machen wir hier erstmal eine kleine Trennwand. Und zwar hier. Hier kommt eine Tür hin. Ist da was? Das kommt weg. Das kommt weg. Da kommen halbe hin. Da machen wir ein Fenster. Genau, da kommen Fenster hin. Und jetzt ziehen wir hier kurz die Wand rein. Das hier wird ein bisschen ein offener Bereich. Deswegen mache ich hier jetzt nichts. Aber hier möchte ich eine zweite Reihe hinlegen. Und zwar ungefähr so. Oh, es speichert. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich die Wand nachher ein bisschen verzieren will. Dass man so einen kleinen 3D-Effekt hat, wenn man das so sagen kann. So. Hier hinten brauchen wir das nicht. Hier hinten brauchen wir das nicht, weil das sowieso direkt hier an dem Ding ist. An dem Cliff. Aber hier will ich das auf jeden Fall haben. Und wenn wir es hinkriegen, könnten wir hier auch nochmal welche hinlegen. Das haben wir. Und hier, da das ein offener Bereich ist, habe ich gedacht, machen wir hier so kleine Treppenstufen dran. Passt das? Mindestens zwei Stück. Bis hierhin drei. Genau. Und hier fangen wir jetzt an mit dem Geländer. Okay.
Jetzt gucken wir, dass wir hier diese Holzbalken dran gesetzt bekommen. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das passt schon mal. Genau. Und jetzt kommt noch mal eine Reihe von denen hier drauf. So. Damit wir das hier weiter abschließen können. Pass auf. Setzen wir hier eine Wand drauf. Und hier auch noch mal so einen Balken. Perfekt. Und jetzt ziehen wir einfach noch mal so eine Reihe hier drüber. Genau, ungefähr so. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Finde ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht hoch genug, ne? Deswegen, der muss ja hier unter das Dach. Warte mal. Leiter. Perfekt. Deswegen setzen wir hier jetzt nochmal einen halben drauf. Reicht das? Nee, das reicht nicht. Oh, das ist nicht hoch genug, ne? Hier muss echt so ein ganzer drauf. Oder? Warte mal, wir testen das mal kurz. Wenn ich hier jetzt so einen Querbalken setze und dann. Ein Dach. Doch, das würde passen. Auch mit so einem. Das würde passen. Okay, das wäre jetzt einmal so das Grundgerüst. Aber jetzt, wo ich das so ein bisschen aufgebaut habe, würde ich sagen, wir machen das hier weg. Oh. Wir machen das hier weg und hauen dafür noch eine Treppe hier rein. Genau. Dass das ein bisschen offener ist. Und dann sieht das schon besser aus. Also mir gefällt's. Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier irgendwie gescheit das Dach drauf kriegen. Ich möchte es eigentlich nicht allzu spitz haben. Deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwie so hier drauf kriegen. Okay, das scheint schon mal zu funktionieren. So, was ich natürlich ganz vergessen habe, ist das hier. Warte mal. Das machen wir mal weg. Wir setzen einen halben hin. Einen ganzen. Komm, einen ganzen. Oh Mist. Und nochmal einen halben obendrauf. Tja, das Problem ist, das wird wahrscheinlich super instabil. Und ich muss hier leider eine Trennwand einbauen. Beziehungsweise ein so ein Pfeiler. Ich hätte das am liebsten offen gelassen, dass wir hier so einen ganz großen Eingang haben. Aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Oder? Komm her, testen wir mal, wie sich das auf die Stabilität auswirkt, wenn ich das jetzt abreiße. Oh, die sind gerade noch so gelb. Das heißt, ich könnte das theoretisch so offen lassen. Und das würde echt cool aussehen. Okay, perfekt. Nice. Machen wir beim Dach weiter. Okay, was passiert? Das wird zu hoch, ne? Wenn wir jetzt noch mal so ein flaches Ding hier dran setzen. So. Und das gleiche hier drüben. Dann haben wir das so perfekt. Können wir dann jetzt? Nice. Guck, wir können echt das Mittelding draufsetzen. Oh, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Wie ist denn die Haltbarkeit? Rot. Ja, das ist scheiße. Ich glaube, ich muss da in der Mitte nochmal ein, zwei Balken gleich hochziehen, damit das besser hält. Aber jetzt machen wir erstmal das Dach fertig. Ich glaube, ich stehe hier im Weg, ne? Aber ja, mit diesen Dingern geht's. Gut, da guckt jetzt zwar das Holz so an der Seite raus, aber um ehrlich zu sein, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wenn wir hier jetzt so ein Kreuz dran setzen, wie würde das aussehen? Ah ja, das ist doch ein guter Abschluss. Es ist relativ stabil. Ja, nur das hier oben ist halt nicht wirklich stabil, ne? Ich glaube, da müssen wir noch gleich nochmal irgendwie was machen. Okay, die Hälfte ist fertig. Cool. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit der Rauchentwicklung ist. Ob da überhaupt irgendwelche Rauchentwicklung entsteht? Ich weiß es nicht. Aber das passt auf jeden Fall schon mal so. Das freut mich. Können wir das hier, das Mittelding vielleicht noch irgendwie ein bisschen verzieren? Vielleicht mit so einem Querbalken? So, guck mal, das passt doch jetzt auch perfekt mit dem Abschluss, oder? Das sieht doch gut aus. Ich bin am Überlegen, ob ich das untenrum nicht zumache. Pass mal auf, das machen wir. Da setzen wir halbe Wände rein. Und zwar so. Ja. Das gefällt mir. Das sieht schon viel besser aus. So. Das gefällt mir so. Dann kann man da ein bisschen reingucken. Man sieht, dass gearbeitet wird. Dass es getan wird. Gefällt mir auf jeden Fall. So muss das sein. Eine schön offene Schmiede. Gefällt mir. Das Verzieren machen wir noch. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass hier noch eine Wand reinkommt. Die Frage ist jetzt nur, hauen wir noch eine zweite Etage rein? Und können wir hier reinlaufen, gescheit? Wenn wir so einen kleinen Treppe hier hinsetzen, bestimmt, oder? Ja, das geht. Wir könnten theoretisch hier einen Aufgang auf die zweite Etage machen, ne? Mit diesen Dingern brauchen wir da aber eine Menge Platz. Okay, das würde gehen. Die Treppe, auch wenn sie viel Platz wegnimmt, gefällt mir eigentlich besser, weil man hier ganz einfach hochlaufen kann. Ja, ja, wir müssen hier auf jeden Fall was für die Stabilität tun. Sonst bricht mir das zusammen. Ich finde es jetzt nicht so super. Aber es muss halt sein. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Damit diese Balken auch nicht allzu sehr stören. Ja, das passt. Gerade so. Okay, perfekt. Also der Boden ist drin. Wie sieht es mit der Stabilität aus? Hier in der Mitte ist es scheiße, ne? Aber das kriegen wir halt nicht anders hin jetzt. Und ich würde sagen, wir bauen hier jetzt noch einmal rundrum so eine Wand, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier noch ein. Und hier noch ein. Genau. Brauchen wir dieses Ding hier jetzt überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Hier hätte ich gern Fenster. Da kann man dann nämlich richtig schön rausgucken. Pass auf, das machen wir so. Setzen eine halbe Wand hin. Hier hätte ich, glaube ich, gern ein Fenster, oder? Will ich hier ein Fenster? Ja, hier will ich ein Fenster. So, genau. Und hier will ich noch ein Fenster.
Damit wenigstens ein bisschen Licht in die Bude kommt. Hier ziehen wir aber eine Trennwand rein. So. Hier kommt nochmal eine Tür hin. Zack. Perfekt. So machen wir das. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier auch nochmal eine Wand hinsetzen. Dann haben wir hier nämlich schön das Treppenhaus. Und ich hoffe, ich kann da jetzt noch hoch und runter laufen. Ja, das funktioniert. Ganz schön neblig in der Bude. So, perfekt. Machen wir hier jetzt noch eine Tür rein. Ich glaube, wir lassen ein offenes Treppenhaus. Oder? Ach komm. Was soll der Geiz? Machen wir eine Tür rein. So. Das hier wird dann das kleine Schlafzimmer für den Schmied. Hier oben der Wohnbereich. Und unten die Arbeitsfläche. Genau, perfekt. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hier noch das Dings drauf kriegen. Das Dach. Okay, die erste Reihe haben wir drin. Und ich habe mich dazu entschieden, hier kein Fenster reinzumachen. Weil das passt nicht ganz. Warte mal. Das machen wir weg. Und wir setzen so eine große Wand rein. Genau. Jetzt können wir hier nämlich noch das Dach draufhauen. Perfekt. Das haben wir. Und bis ich fertig bin mit dem Bauen, ne, sieht alles so komisch grau aus wie da unten. Weil der Regen das alles kaputt macht. Naja, wir kriegen das schon hin. Sollen wir hier vielleicht ein großes Fenster reinmachen? Ja, los. Speichert. Okay. So, dann machen wir hier nämlich halbe Wände. Guck mal. Der ganze Boden wieder im Arsch. Oh. So. Dann machen wir hier die halben Wände. Dann haben wir hier nämlich ein richtig geiles, großes Fenster. Das sieht schön aus. Gut, machen wir hier zu. Okay, das letzte Stück. Und das Dach ist drauf. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier nur noch die Wand wieder zumachen. Pass mal auf, dann nehmen wir hier wieder die Hälfte, ne? Oder? Ja, genau, und zwar hier oben. Weil ich will hier ein richtig schön großes Fenster haben. Okay, perfekt. Jetzt brauchen wir den kleinen hier. Na, kriegen wir den da oben rein? Ja. Den hier auch. Ja, passt. Und hier müsste jetzt eigentlich... Na, warte. So. Genau. Das hauen wir jetzt dahin. Und es ist zu. Sehr schön. Das gleiche auf der anderen Seite. Es ist noch nicht ganz Tag, aber die Wand hier, ne? Die sieht ein bisschen... Ist ein bisschen viel. Vielleicht machen wir hier doch ein Fenster rein oder irgendwas, aber das geht ja nicht wirklich. Na, mal gucken, wie es später mit Verzierungen aussieht. Vielleicht wird das ja noch was. Genau. Also im Großen und Ganzen ist das Gebäude jetzt fertig, würde ich sagen. Ich mache jetzt noch die Dächer fertig. Da oben dieses Kreuz dran, mache ein paar Verzierungen an dem Dach. Ungefähr so wie da, dass man hier die Streben hat. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, würde ich sagen. So, das sieht doch schon viel besser aus. Sehr schön. Perfekt. Ach, ich komme da immer noch nicht hoch. So, oh, keine Energie mehr. Nehmen wir mal kurz Eiktür. Wir müssen auch mal wieder was futtern. Das vergisst man ganz gerne beim Bauen. So. Genau. Also das ist jetzt erstmal so die Grundlage für die Schmiede. Habe ich mir gedacht. Und ich finde, im Großen und Ganzen sieht es gar nicht so verkehrt aus, oder? Was meint ihr? Wir verzieren das Ganze jetzt noch ein bisschen. Und dann gebe ich euch nochmal eine Tour. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sieht das schon okay aus.
Okay, die Schmiede steht. Wie ihr seht, ist soweit alles fertig. Ich habe hier noch so ein paar Dekorationen hingestellt. Die beiden Wagen und so weiter. Hier ein paar Steine, das Holz. Hier eine schöne Trophäe aufgehängt. Licht darf natürlich nicht fehlen. Hier draußen sind die Kisten, wo ich dann die Kohle, das Eisen und so weiter lagern kann. Der Schmelzofen, hier ist diese Köhlerhütte, um Kohle herzustellen. Und wenn wir hier reinkommen, machen wir die Tür zu, habe ich auf dieser Seite die Werkstatt und auf dieser Seite die Schmiede. Hier auch nochmal Kisten mit allen möglichen Materialien drin. Hier drüben ist die Schmiede. Genau, hier sind halt auch jeweils die Materialien drin. Hier haben wir noch die Werkbank-Erweiterung, Tür zu. Und hier kommen dann eventuell noch Schmiedeerweiterungen oder was halt sonst noch so kommt. Das würde ich dann hier platzieren. Aber ich nehme an, dass die Schmiede allgemein noch ein bisschen zu klein ist. So, und hier geht es dann hoch ins Lager. Genau, wie ihr seht, habe ich hier ordentlich was eingerichtet. Pass mal auf, das Licht können wir mal kurz anmachen. Zack. Wie ihr seht, haben wir hier ordentlich was eingerichtet. Alles schön beschriftet. Und hier drüben geht's weiter. Münzen, Rubine, Bernstein. Den Kollegen haben wir auch noch nicht aktiviert. Und hier ist halt privat. Hier ist der kleine Kleiderschrank, so gesehen. Da habe ich ein paar Waffen aufgehängt. Was ist denn hier drin? Genau, Pfeile, Werkzeug, Kleidung und so weiter. Kleines Bett. Hier können wir auch nochmal Licht anmachen. Und ja, das war's. Also, viel ist es noch nicht. Weil ich halt auch noch nicht alles freigeschalten habe. Und ich denke, im Laufe des Spiels, wenn wir mehr und mehr Schmiede-Upgrades, Werkbank-Upgrades und so weiter freischalten und natürlich auch Dekorationen, erweitern wir das noch. Aber ich muss ehrlich sagen, das Bauen macht in diesem Spiel einfach wahnsinnig Spaß. Und ich denke, das hier reißen wir auch nochmal komplett ab und bauen das nochmal neu. Vielleicht eine Taverne oder irgendwas. Aber ja, bis dahin würde ich sagen, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von der Schmiede haltet, was man vielleicht hätte anders bauen können oder ob wir wirklich noch so viel mehr Platz brauchen. Und wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und einen Kommentar da. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, abonniert den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.